Hallo zusammen, hier stelle ich euch den Anhänger näher vor. Viel Spaß wünsche ich euch. Hi everybody, here I take you with me to present the trailer a bit more. Enjoy it! Heute ist. Wir haben irgendwie den 19. Februar, glaube ich. Auf einer Bremse hinten am Anhänger, das ist diese hier, die ist direkt verbunden, direkt zum Anhänger. Feststellbremse. Machen wir jetzt einen kleinen Rundgang hier. Again the brake for the back is connected here. Goes down into the cable. Down there. Then I have a little disc brake here. Eine kleine Bremse. Und hier ist noch ein kleiner Litz, a little joke. Ja, und die Blinker hier, das Fixlicht, das sind die Blinker, Fixblinker, das sind Motorradblinker, die funktionieren mit einer Fernsteuerung. Ich habe eine kleine Fernsteuerung montiert, da brauche ich kein Kabel zu ziehen. Ich mache einfach die Fernsteuerung vorne am Lenkrad, am Guido fest und dann kann ich da wunderbar steuern. So habe ich ein kleines Vordach. Die Roomtour kommt später. Kamin. Ich bin auch mutig. Jetzt bin ich die ganze Zeit gefahren mit dem Nattel auf dem Dach. Und es ist immer noch da. I'm really a lucky guy. The phone is still on the roof. I left it there for the whole ride. And I didn't lost it yet. I'm a lucky person. And the indicators here, the indicators, they work remote controlled. So I don't have to pull any cables. A little disc brake, which is right connected through this cable, going up to the bicycle, and so I have a little handbrake here, which works really great. That's the brake front wheel, can block the whole thing, but it's really stable. I made already, what is it now, 300 k's with it.
No problem at all. Average speed around 20 k's an hour. Durchschnittsgeschwindigkeit ist ca. 20 Stundenkilometer. Was habe ich gemacht? Ca. 300 Kilometer oder so. Bin ich ganz sicher, ich glaube es sind 300. Bis jetzt keine Probleme. Ein Akku reicht für 50 Kilometer. Ich habe aber zwei. Und ich komme so circa 120 Kilometer weit mit beiden Akkus. Blinker und all das Zeug, das hat einen kleinen, ich habe 40 Watt Solar. Das hat einen kleinen, sag mal, dem Solargenerator, wo alles drin ist. Das ist ein Akkupack, das zeige ich dann in der Roomtour. Der Length ist 2,10 Meter, 2,10 Meter lang, das Ganze, der Anhänger. Genug Platz, 1 Meter breit, genau, Außenkante, genau 1 Meter. Ja, das ist so im Moment alles, was ich habe. So, that's everything. That's the chimney, Zwangsentlüftung. So, also the kitchen is built below it. I have a nice little cooker with gas, which I can also mount on these two screws here. It's really cool. It really, really works great. Vier Nächte da drin geschlafen, funktioniert wunderbar. Ich habe auch eine kleine Heizung. Das werdet ihr alles in einer Roomtour sehen. Später. Also, thanks again and I wish you a lovely day. Sorry, the sun is in my face. Thanks again, danke vielmals fürs Zuschauen und wir werden uns bald wiedersehen. Bye, bye everybody.